Abgeordneter, Sie haben das Wort. Ja, sehr geehrter Herr Vorsitzender, meine Damen und Herren, erstmal vielen Dank für die Einladung und dass ich die Gelegenheit bekommen habe, nicht nur als Eko heute hier zu sprechen, sondern ich betreibe auch seit 2005 ein Hotspot-Netz in Deutschland mit derzeit rund 2500 Hotspots, im Wesentlichen Hotels, kleinere Hotels, aber auch Kliniken, Ferienwohnungen, Gaststätten etc. Und zu den Zahlen, die vorhin angefragt waren, es gab letztes Jahr 144 Abmahnungen an meine Hotspots und in diesem Jahr bereits 25. So viel mal zur Einführung, wenn ich jetzt auf den Eko komme. Nach Ansicht des Eko wirft der mit dieser Anhörung angesprochene Themenkomplex Weitervermittlung von Internetzugängen, wie sie etwa bei Internetcafés, Hotels, Gaststätten, öffentlichen Einrichtungen erfolgt, grundsätzlich keine Besonderheiten hinsichtlich einer Einordnung in das Telemediengesetz und den Umfang der Verantwortung auf. Unabhängig von der technischen Realisierung und rechtlichen Ausgestaltung des Nutzungsverhältnisses handelt es sich um eine Zugangsvermittlung im Sinne eines Access-Providers. Dementsprechend sind diese Dienste den Verantwortlichkeitsregelungen des Telemediengesetzes zuzuordnen und müssen insbesondere in den Anwendungsbereich des Haftungsprivilegs von § 8 Telemediengesetz einbezogen werden. Die Entscheidung des Bundesgerichtshofs, die angesprochen wurde in den Papieren auch, Sommer unseres Lebens vom Mai 2010, hat jedoch eine erhebliche Rechtsunsicherheit unter den Betreibern von WLAN-Zugängen, insbesondere bei diesen kleinen Hotels, hervorgerufen. Die Hoteliers sind der Meinung, zum Teil, sie müssen Straftäter selber identifizieren. Die sind der Meinung, sie brauchen noch Vorratsdatenspeicherung und alles, nur weil sie Angst haben, abgemahnt zu werden. Und notfalls wechseln sie sogar Anbieter und gehen zu einem anderen Anbieter für Hotspot-Services, der ihnen genau alles verspricht, sie von allem freizuhalten. Wir reden schließlich von Gastronomen, Ferienwohnungbetreibern und Buchhändlern, und eine Abmahnung in Größenordnung von 800 Euro im Schnitt geht hier schon an die Existenz, und im Prinzip bremst das aus. Wir haben festgestellt, jetzt aus meiner Praxis, Hotspot-Praxis, wenn Abmahnungen und die entsprechenden Briefe danach kamen, da kriegt man die Hoteliers noch beruhigt, bis zu dem Punkt, wo dann ein Inkasso-Unternehmen so tut, als wäre alles schon rechtens und alles in trockenen Tüchern. Spätestens dann wären die derartig unruhig und wechseln unter Umständen dann eben auch den Provider oder stellen den Service ganz ein. Es kann schlichtweg in meinen Augen nicht sein, dass Deutschland an etwas scheitert, das in anderen Ländern gang und gäbe ist. WLAN als Service für Hotel und Kaffeegäste anbieten zu können, ohne gleich die eigene Existenz fürchten zu müssen, wie auch der Herr Purecker schon sagte. Sogar in Straßburg im Europarat gibt es offenes WLAN, in das man einfach reingehen kann. Hier habe ich jetzt noch keins entdeckt. Natürlich könnte das Haftungsrisiko auch durch technische und organisatorische Maßnahmen eingeschränkt werden. Dies setzt aber eine vollständige Erfassung und Protokollierung des Nutzerverhaltens irgendwie voraus, um bei einer missbräuchlichen Nutzung, zum Beispiel durch einen Gast, eine etwaige Haftung zu vermeiden. Den Aufwand, den man dann treiben müsste, um aus solchen Dingen nachzukommen, der steht in keinem Verhältnis zum Nutzen. Und deswegen sagen wir auch, dass bei einer missbräuchlichen Nutzung des WLANs die Möglichkeit zur Strafverfolgung und Ahndung bestehen soll, ist zwar nachvollziehbar und machbar. Ich hatte seit 2005 zwei Fälle, wo es um echte Straftaten ging, und beide waren noch innerhalb einer Zeit, wo Daten vorhanden waren, und beide konnten erfolgreich ermittelt werden. Das heißt, man sieht, es geht auch, aber Sachen sind was anderes als die zivilrechtlichen Abmahnungen. Die sind es eigentlich, die wehtun. Und Anbieter öffentlicher WLAN-Verbindungen sollten also weder für die Vergehen ihrer Kunden Verantwortung genommen werden, noch sollte man sie dazu verpflichten, Kunden zu bespitzeln. Unabhängig von der Frage, ob die Rechtsprechung überhaupt auf diese anders gelagerten Sachverhalte anwendbar oder übertragbar ist, gibt es doch die Rechtsunsicherheit,
mit einem Haftungsrisiko. Und wenn man als Gesetzgeber handeln und die bestehende Rechtsunsicherheit beseitigen will, dann muss man gesetzgeberisch klargestellt werden, dass auch die Betreiber von WLANs als Diensteanbieter im Sinne des Telemediengesetzes anzusehen sind und in den Genuss der Haftungsfreistellung kommen. Das sehe ich insofern dann ein bisschen anders als die Kollegen, aber ist ja auch der Blickwinkel ein bisschen anderer. Deswegen der vorliegende Gesetzesentwurf mit den Änderungen in § 8 des Telemediengesetzes halten wir für einen geeigneten Ansatz dafür. Danke.